Als nächstes hat die Abgeordnete Ravensburg von der CDU-Fraktion das Wort. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Eine Geburt gehört zu den großartigsten Erlebnissen, die Eltern erfahren dürfen. Trotzdem ist die Geburt auch mit Ängsten, mit Schmerzen und mit Sorgen um das Neugeborene verbunden. Doch da gibt es eine Person, die den Eltern Sicherheit und Vertrauen schenkt. Das ist nämlich die Hebamme. Sie ist diejenige, die den werdenden Eltern beisteht, auf die sie sich verlassen können und zu der sie Vertrauen haben. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass ausreichend junge Menschen diesen Beruf ergreifen und auch Bedingungen vorfinden, unter denen sie gut arbeiten können. Wir wollen erreichen, dass sich Hebamme auf einen einzigen Geburtsprozess konzentrieren können und nicht mehr durch parallel verlaufende Geburten hin und her gerissen sind. Das ist unser Ziel, die 1-und-1-Betreuung. Sie verbessert nicht nur die Arbeitsbedingungen, sondern die Gebärende kann sich auch darauf verlassen, dass sie in allen Phasen der Geburt fachkundig und zugewandt begleitet wird. Meine Damen und Herren, ich will auch gar nicht daran vorbeireden. Wir brauchen dazu weitere Hebammen. Wir sehen nämlich in der Überwindung des Hebammenmangels eine ganz entscheidende politische Aufgabe. Und auch der Runde Tisch Hebammen sieht es so. Hier kommen nämlich alle beteiligten Akteure, insbesondere auch die Hebammen selbst, zu Wort. Sie diskutieren Maßnahmen und priorisieren, um eine deutliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu erreichen. Und dieser Tisch, der arbeitet noch. Dazu gehört auch eine gute und fundierte Ausbildung auf Hochschulniveau. Das haben wir, glaube ich, alle Vorrednerinnen auch schon so gesehen. Wir versprechen uns davon, dass die Hebamme die berufliche Anerkennung erhält, die ihr aufgrund ihrer guten Ausbildung und aufgrund ihrer Verantwortung, die sie trägt, auch zusteht. Ausdrücklich will ich aber klarstellen, dass unsere Hebammenschulen bereits eine sehr gute und fachlich fundierte Ausbildung leisten. Und übrigens sind sie auch auf europäischer Ebene dem Bachelor gleichgestellt. Doch unser Problem ist, dass es die Fachschulen nur in Deutschland gibt und sie in anderen europäischen Ländern eher unbekannt sind und dass immer wieder das zu Anerkennungsproblemen führt. Die Harmonisierung der Ausbildung in Europa, das ist gleichwohl unser wichtiges Ziel. Denn schließlich wollen wir alle, dass Fachkräfte auch länderübergreifend tätig werden können. Der Bundesgesetzgeber hat die Vollakademisierung der Hebammenausbildung ab 2023 beschlossen. Dieser Weg ist konsequent und richtig. Und wir versprechen uns daher auch eine deutliche Aufwertung des Berufes und eine deutlich höhere gesellschaftliche, aber auch finanzielle Anerkennung für die Hebammen. Hessen hat den Weg der Akademisierung unterstützt und kann jetzt auf den Erfahrungen, und zwar guten Erfahrungen, aufbauen, die die Hochschule Fulda mit dem Modellstudiengang Hebammenkunde bereits gemacht hat. Hessen beginnt also nicht bei Null, sondern Hessen baut auf den Erfahrungen aus dem etablierten und voll akkreditierten Modellstudiengang auf. Trotzdem stehen wir mit der Schließung der Fachschulen und Vollakademisierung vor einer tiefgreifenden Reform, die viel Vorarbeit erfordert hat. Dass wir jetzt eine wirklich herausragende Lösung hier in Hessen haben, das liegt maßgeblich daran, dass sich alle Beteiligten konstruktiv in den Entscheidungsprozess einbringen konnten und die Politik gut zugehört hat.
Auch wir haben im Vorfeld viele Gespräche geführt. Mein Kollege Andreas Hofmeister hat viele gute Argumente der Hochschulen aufgenommen, aber auch die Fachschulen und der Hebammenverband haben sich eingebracht. Schließlich war eine Vielfalt verschiedener Interessen auch der Hochschulen zu berücksichtigen. Danke an alle, die an diesem Prozess teilgenommen haben. Viele Vorschläge wurden gemacht, doch irgendwann musste auch entschieden werden. Wir begrüßen ausdrücklich, dass das von unserer hessischen Wissenschaftsministerin Angela Dorn und den Hochschulen vorgestellte innovative Konzept jetzt bundesweit herausragend ist. Wir sichern damit die praxisnahe und fachkompetente Ausbildung der Hebammen an den drei hessischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften, nämlich der Hochschule Fulda, der University of Applied Sciences in Frankfurt und der THM Gießen. Durch Tandembildung zwischen diesen Hochschulen mit jeweils den drei Universitäten mit Medizinfakultät in Frankfurt, in Marburg und in Gießen wird es zu einer in Deutschland einmaligen engen Kooperation kommen, in der auch die Uniklinika in Frankfurt und Gießen-Marburg einbezogen werden. Denn dadurch kann nämlich deren Expertise genutzt und die wissenschaftliche Begleitung der Ausbildung erreicht werden. Künftig wird es den Studierenden möglich sein, in der Geburtshilfe auch einen wissenschaftlichen Weg einzuschlagen, den Master zu studieren, zu promovieren und eine Habilitation aufzusetzen. So sollen die Hebammenwissenschaften als eigenes Forschungsgebiet etabliert und die Geburtshilfe in der Medizin gestärkt werden. Das wird den Hebammenberuf aufwerten und die Augenhöhe mit der Medizin herstellen. Profitieren werden davon in jedem Fall die werdenden Eltern und die Neugeborenen, denn die Forschung wird das Wissen, um eine noch sicherere Geburt voranbringen. Das ist eine gute Nachricht. Und eine weitere wichtige Nachricht ist, dass die Sicherstellung des Hebammennachwuchses zudem gestützt wird mit Landesgeld, nämlich dass die bisherigen Ausbildungskapazitäten von durchschnittlich 120 Hebammen im Jahr aufgestockt werden auf 142. Ein wichtiger und auch bei den Kliniken hochwillkommener Beitrag, um den Hebammenmangel entgegenzuwirken. Im Gegenteil, die Fachkompetenz der Fachschulen soll beim Aufbau der Studiengänge genutzt werden. So erhalten viele Lehrkräfte die Möglichkeit, künftig als Dozenten tätig zu werden, und deren Know-how geht nicht verloren. Und Frau Böhm, ich will Nordhessen ausdrücklich erwähnen. Denn Sie haben recht, der bisherige Fachschulstandort in Kassel wird künftig wegfallen. Aber das ganze Konzept wird um einen weiteren wichtigen Baustein ergänzt, nämlich die Vernetzung der Geburtshilfekliniken in ganz Hessen. Angedockt an die drei Uniklinikstandorte werden die anderen Geburtsklinikstandorte in Hessen in einem Kompetenzwerk miteinander verbunden. Und das bedeutet natürlich auch, dass der Nachwuchs flächendeckend in ganz Hessen gesichert werden kann. Und das heißt auch, dass die Standorte in Nordhessen künftig in die praktische Ausbildung einbezogen werden. Natürlich können auch Auszubildende im Bereich Hebammen, Studierende aus Nordhessen ein gutes Studium und auch eine praktische Ausbildung vor Ort ableisten. Und sie werden auch umgekehrt von dem Transfer der Wissenschaft durch diese Hochschulkooperationen profitieren. Und natürlich werden auch die Geburtshilfekliniken in Nordhessen durch den Sicherungszuschlag unterstützt. Und Herr Pürsün, mir scheint nach Ihrer Rede es so gewesen zu sein, dass dieses Hochschulkonzept so gut ist,
dass Sie lieber darüber gar nicht geredet haben, sondern sich die gesamte Rede mit der Corona-Pandemie beschäftigt haben. Denn ich fasse zusammen. Die Akademisierung der Hebammenausbildung wird ein Meilenstein sein, um die Attraktivität dieses tollen Berufes zu erhöhen. Doch wir werden nicht nachlassen, in unserem Bestreben weitere Verbesserungen für die Hebammen zu erreichen. Jede Schwangere in Hessen soll sich darauf verlassen können, dass ihr vor, während und nach der Geburt eine Hebamme zur Seite stehen kann. Deshalb warten wir gespannt auf die weitere Arbeit des Runden Tisches Hebammen, und dann werden wir handeln. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Ravensburg. Nächste Rednerin ist die Abg. Papst-Dippel für die Fraktion der AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist schon sehr erstaunlich, mit welcher Selbstverständlichkeit im Hessischen Landtag Jahr für Jahr dieselben Themen auf die Tagesordnung gesetzt werden. Seit Jahren ist die Hebammenversorgung in Hessen ein Thema. Seit Jahren wird dem Wähler versprochen, dass man das Thema ernst nimmt und sich darum kümmert. Das sollte durchaus möglich sein, wenn man seit Jahren eine stabile Mehrheit im Landtag hinter sich weiß und einer Oppositionspartei mit Aussagen wie "Wir kümmern uns darum, dafür braucht es keinen Antrag der AfD" begegnet. Dankeschön. Was genau wurde aber in den letzten Jahren unternommen, um die Hebammenversorgung in Hessen sicherzustellen und die bestehende Mangelsituation zu ändern? Dem heute vorliegenden Entschließungsantrag sind keine großen Neuerungen zu entnehmen. Die Fraktionen von CDU und GRÜNEN werben damit für sich, dass sie die Bundesvorgaben zur Akademisierung der Hebammenausbildung in Hessen umsetzen und die Studienplätze von bisher 120 Ausbildungsplätzen auf 142 Studienplätze umgewandelt und erhöht haben. Es wird zwar die Möglichkeit zur Erweiterung erwähnt, aber warum wird es nicht umgesetzt? Ich fahre fort. Was genau wurde in den vergangenen Jahren effektiv unternommen? Es wurde ein runder Tisch eingerichtet. Bayern konnte zu diesem Zeitpunkt bereits Ergebnisse vorweisen. In Hessen liegt derzeit ein Gutachten zur Situation der Hebammen in Hessen vom Deutschen Krankenhausinstitut vor. Warum wird ein Gutachten in Auftrag gegeben, wenn die Inhalte am Ende gefiltert durch die eigene Brille betrachtet werden und bewertet werden? Sicherung und Ausbau der Ausbildungskapazitäten ist dabei nur ein Punkt. Mit Ihrem Entschließungsantrag haben Sie deutlich gemacht, worin die Unterschiede zwischen Ihnen und der AfD liegen. Das Wort Eltern wird nur im Zusammenhang mit Informationen für wichtige Entscheidungen erwähnt. So etwas wie Familie kommt in Ihrem Entschließungsantrag überhaupt nicht vor. Dabei hat das Zusammenspiel von Mutter und Vater eine extrem wichtige Funktion und muss gesehen werden. Auch im Kreissaal wünschen die meisten Frauen die Begleitung des Vaters. Wir haben uns hier bereits über den nationalen Gesundheitsplan Gesundheit rund um die Geburt unterhalten. Der Gesundheitsplan offenbart weitere sehr wichtige Aufgaben, die Hebammen übernehmen, und warum es nicht nur um die 1:1-Betreuung während der Geburt getan ist. Hebammen sind Ansprechpartner für Fragen, die während der Schwangerschaft aufkommen: Bewegung, Ernährung, Unterstützung bei den mit der Schwangerschaft einhergehenden Veränderungen. Sie stärken die werdenden Eltern, bereiten beide Elternteile auf die Geburt und die Zeit danach vor und nehmen etwaige Ängste. Sie beraten Eltern nach der Geburt zur Pflege des Kindes, helfen bei Stillproblemen und dabei, eine gesunde und funktionierende Familie zu bilden. Familien während dieser sensiblen und stressigen Phase zu unterstützen und ein Zusammenwachsen zu fördern, meine Damen und Herren, das ist eine wichtige und unverzichtbare Arbeit für die gesamte Gesellschaft. Die sozialen Aspekte klammern Sie vollständig aus, ebenso wie Sie eine Mutter vor, während und nach der Schwangerschaft losgelöst vom Vater und somit der Familie sehen.
Eine gute Hebamme wird frühzeitig auch etwaige Schwierigkeiten des frisch gebackenen Vaters erkennen und ihm Hilfestellung leisten. Unter diesen Aspekten ist es nicht verwunderlich, dass eingeladene Experten für den Praxisworkshop gar nicht erst daran teilgenommen haben. Von 7 Eingeladenen waren nur 3 dabei. Wichtige Verbände wie der Hessische Hebammenverband, Bund freiberuflicher Hebammen oder Vertreter der Hebammenschulen haben sich entschuldigt. Aber sprechen wir über das Gutachten und zu welchem Ergebnis es uns bringen sollte. Ihm ist zu entnehmen, dass 49% der Frauen durch Freunde, Bekannte oder Nachbarn überhaupt erst von ihrem Anspruch auf Hebammenhilfe erfahren, 32% durch ihren Arzt. Hier sehen wir schon das erste Problem. Es mangelt an Kommunikation. Ziel sollte es sein, dass jede Frau von ihrem Arzt über den Anspruch auf Hebammenhilfe informiert wird. Dann müssen allerdings auch flächendeckend genügend Hebammen zur Verfügung stehen. Im Rahmen dieses Arztgespräches könnte auch eine Vermittlungsarbeit stattfinden, die im Rahmen der eigentlich gewünschten Zusammenarbeit zwischen Arzt und Hebamme möglich sein sollte. So könnte der Stress für die Schwangere reduziert werden, die laut Gutachten bei durchschnittlich 7 Hebammen anfragen muss. 96,7% der Befragten gaben an, dass die kontaktierten Hebammen keine Zeit hatten. 8% wussten überhaupt nicht, wo sie eine Hebamme aufsuchen können. Und 12,9% haben an ihrem Wohnort keine Hebamme gefunden. Eine frühe Feststellung der Schwangerschaft sollte heutzutage sofort zum Kontakt mit der Hebamme führen, sonst findet man einfach keine Hebamme. Das Problem kann also nicht mit einem Ausbildungsplus von 22 Studienplätzen gelöst werden. Eine vorgeschlagene und unter Beachtung der eben genannten Zahlen wichtige Forderung ist die zeitnahe Einrichtung einer Koordinierungsstelle, die gegebenenfalls als Hebammenvermittlungszentrale fungieren kann. Ärzte als erste Ansprechpartner schwangerer Frauen müssen hiermit eingebunden werden, wenn es nur die Weitergabe der entsprechenden Kontaktdaten ist. Hervorgehoben wurde weiterhin, dass Hebammen vermehrt angestellt werden sollten. Das passt zu früheren bundesweiten Studien, nach denen vor allem die Arbeitsbedingungen dafür sorgen, dass Hebammen den Beruf wechseln. Wie Sie nun endlich diesen bekannten Missstand beheben wollen, das kann man dem Entschließungsantrag nicht entnehmen. Auch noch zu klären ist die Frage, warum nur 50% der Befragten nach ihrem Studium in Hessen verbleiben wollen. Liegt es vielleicht an den Arbeitsbedingungen? Dem Gutachten kann weiterhin entnommen werden, dass die geplante Anzahl an Studienplätzen nicht ausreicht. Hier muss ich noch einmal meine Frage wiederholen, warum die Möglichkeit eines weiteren Ausbaus nur erwähnt, aber unter Berücksichtigung dieser Feststellung nicht direkt umgesetzt wird. Wenn wir noch wesentlich mehr Studienplätze benötigen, sind die bislang genannten Standorte nicht ausreichend. Ebenfalls ungeachtet bleibt die finanzielle Entschädigung für werdende Hebammen, die im außerklinischen Bereich hospitieren. Bei den Heilberufen haben wir es bereits geschafft, und vielleicht schaffen wir es zeitnah auch für werdende Hebammen. Noch ein Wort zur Akademisierung. Hebammen wünschen sich neben Wertschätzung und mehr Augenhöhe mit Ärzten auch eine stärkere Beteiligung bei Forschungsvorhaben. Es bleibt zu hoffen, dass diesem Wunsch entsprochen wird, denn Hebammen hatten schon immer ein unglaubliches Wissen um die Vorgänge des Lebens. Die Akademisierung ist aus den genannten Gründen die gewünschte Form der Ausbildung. Wichtig ist jedoch auch eine Diskussion über die Inhalte dieser Ausbildung. Hier sollten ganz klar routinierte und tief in der Praxis verwurzelte Hebammen ihr Wissen und ihr Können weitergeben. Die Praxisanleiterin sollte sozusagen die Meisterhebamme sein. Ich vermisse in Ihrem Entschließungsantrag, meine Damen und Herren der Koalitionsfraktionen, aber neben der sicheren Geburt auch noch die natürliche Geburt. Die natürliche Geburt hat völlig unterschätzte Vorteile für Kinder, Mütter und Väter und sollte wieder verstärkt in den Fokus rücken. Die Kaiserschnittrate in Deutschland ist sowieso zu hoch, Frau Dr. Sommer hat es genannt, und sollte schon längst gesenkt werden. Dabei sind gerade Hebammen wichtig, die den Frauen und den werdenden Vätern Ängste nehmen und die Vorteile einer natürlichen Entbindung verdeutlichen. Leider gibt Ihr Entschließungsantrag auch da keine Antwort. Warum die
Arbeit von Hausgeburtshebammen nicht mehr gefördert wird, erschließt sich mir nicht. Die Hausgeburt wird gerade aktuell durch Corona vermehrt angefragt, besonders auch bei Zweitgeburten. Frauen möchten selbstbestimmt und in vertrauter Umgebung ganz in ihrem eigenen Rhythmus gebären und den Einstieg in das Familienleben von der Hebamme ihres Vertrauens begleitet wissen. Es gibt aber leider immer weniger freie Hebammen, die sich einer externen Kontrolle im Dreijahresrhythmus und anderen QM-Maßnahmen unterziehen wollen. Hierzu habe ich in den Punkten des Entschließungsantrags auch nichts gefunden. Es muss aber dringend und schnellstmöglich Abhilfe geschaffen werden, damit Frauen genau diese Freiheit durch Wahlmöglichkeiten haben. Wir werden uns zu diesem Entschließungsantrag enthalten. Er lässt einfach zu viele dringliche Fragen unbeantwortet. Die Anzahl der Ausbildungsplätze scheint uns ebenfalls unzureichend. Danke sehr. Vielen Dank, Frau Kollegin Papst-Dippel. Seine restliche Redezeit möchte dann ausschöpfen der Kollege Janky Pürsün für die Fraktion Die Freien Demokraten, und ihm bleiben noch 4 Minuten. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben hier bei diesem Tagesordnungspunkt auch über Gewalt gesprochen, und ich fand, dass in der Kurzintervention der Kollegin Anders doch da unpassend viel Gewalt auch drin war. Zum Hochschulkonzept sind wir den Hochschulen natürlich zu Dank verpflichtet. Sie haben da eine sehr wichtige Arbeit geleistet. Ich habe jetzt aber bei der Anmerkung der Kollegin Ravensburg jetzt nicht verstanden, was das mit der Landesregierung zu tun hat. Vielleicht wird sie das noch offenlegen. Unsere Kritik richtet sich ja daran, dass das alles so jahrelang dauert, dass nichts vorangeht. Und das hatte ich auch in der Fragestunde ja deutlich gemacht. Die FDP-Fraktion im Frankfurter Römer hat da jahrelang nachgefragt beim Gesundheitsdezernenten, den Sie ja sicherlich persönlich auch kennen. Und am Ende ist er verzweifelt und hat gesagt, ich kriege keine Auskunft von der Landesregierung, ich kann keine Frage beantworten. Das ist unsere Kritik gewesen. Schmierpapier ist Ihr Antrag, unter anderem auch deshalb, weil da gar keine Forderungen drinstehen. Und von daher ist es natürlich viel zu einfach, wenn die Kollegin Anders jetzt versucht, das in irgendeinen Zusammenhang zu bringen mit den Forderungen der Verbände. Ich will daran erinnern, zur Landtagswahl 2018 gab es Wahlprüfsteine der Verbände. Und bei diesen Wahlprüfsteinen, raten Sie mal, welche Partei, die bei der Landtagswahl 2018 angetreten ist, hat die besten Noten bekommen. Es waren selbstverständlich die Freien Demokraten. Wir unterstützen die Forderungen der Verbände, und es bleibt dabei, ein Antrag ohne Forderung ist Schmierpapier. Die Kollegin Anders hat meine Kritik ja bestätigt und hat damit auch bestätigt, dass ihr Einstieg in das Thema an der Realität vorbeigeht. Sie sagt, es fände kein Eingriff ohne Zustimmung der werdenden Mutter statt. Da kann man nur sagen, ja, das ist sicherlich nicht die Realität, wenn man sich überlegt, wie wenig Zeit denn eigentlich die Hebammen haben für ihre Tätigkeiten, wenn sie mehrere Geburten gleichzeitig betreuen müssen. Und unsere Forderung ist ja, dass es dafür einfach mehr Zeit gibt. Sie hat auch meinen Ausführungen anscheinend nicht recht zugehört. Sie hat da einiges durcheinandergebracht. Ich habe ganz klar beschrieben, wie wichtig es ist, dass werdende Mütter begleitet werden können von ihren Partnern und dass die Hebammen ausreichend Zeit haben, gut mit den werdenden Müttern in diesen Situationen kommunizieren zu können. Dem werden Sie sicherlich nicht widersprechen können. Und zum Schluss, Sie haben ja dann noch gesagt, eigentlich ist es ja noch viel schlimmer, als ich es beschrieben habe. Da haben Sie jetzt also quasi noch einmal bestätigt, wie richtig meine Kritik ist. Und das bedeutet, es gibt so viel zu tun in diesem Bereich. Sie tun es seit Jahren nicht. Wir fordern Sie dazu auf, fangen Sie endlich an. Aber so ein Schmierenpapier ohne Forderung, ohne etwas, was die Realität in Hessen verbessern kann, hilft keinem weiter. Das kritisieren wir und werden wir auch in der Zukunft immer wieder kritisieren. Vielen Dank, Herr Pürsün. Für die Landesregierung spricht Frau Staatsministerin Dorn. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Hebammen sind so alt wie die Menschheit.
Aufzeichnungen von vor über 5.000 Jahren bezeugen, dass es damals bereits Hebammen gab. Hebammen leisten eine unverzichtbare Unterstützung für schwangere und junge Familien vor der Geburt, während der Geburt und nach der Geburt. Und Hebammen sind also so viel mehr als zusätzliche Geburtshelferinnen. Sie haben auch eine ganz besondere rechtliche Stellung in Deutschland. Laut Hebammengesetz kann eine Hebamme eine normal verlaufende Geburt alleine leiten. Ärztinnen und Ärzte dürfen nur in Notfällen ohne eine Hebamme entbinden. Diese Hinzuziehungspflicht, wie sie sich nennt, alleine macht schon deutlich, welch hohen Stellenwert Hebammen in unserer Gesellschaft einnehmen, und das zu Recht, meine Damen und Herren. Um es einmal ganz persönlich zu machen. Hebammen sind gerade für werdende Mütter, aber meistens für beide werdenden Elternteile, Vertrauenspersonen. Vertrauenspersonen, an denen man sich noch Jahre nach der Geburt mit viel Dankbarkeit erinnert. Sie begleiten uns Mütter in den wichtigsten Momenten unseres Lebens, die in jeglicher Hinsicht Extremsituationen sind. Sie begleiten uns in den Momenten, wo wir über uns hinauswachsen, eine Art, wie wir es nicht für möglich hielten, und in denen wir gleichzeitig so verletzlich sind. Sie sind lebensprägend und das professionell Grund genug, dass wir uns hier im Landtag mal intensiv mit dieser Berufsgruppe beschäftigen. Und Frau Abgeordnete Ravensburg hat es zu Recht betont, schon jetzt ist die Ausbildung von Hebammen durch die fachschulische Ausbildung hervorragend. Um die Ausbildung aber europaweit vergleichbar zu machen, hat der Bund entsprechend der europäischen Richtlinie eine Reform der Ausbildung angestoßen. Die Zeitspannen wurden da entsprechend schon gerade deutlich. Und hat entsprechend entschieden, dass alle angehenden Hebammen zukünftig ein duales Studium absolvieren sollen. Das Europarecht hat übrigens auch eine Teilakademisierung ermöglicht, aber der Bund hat sich für eine Vollakademisierung entschieden. Diese Reform wurde im Prinzip insbesondere von den betroffenen Hebammen und Hebammenverbänden sehr begrüßt, weil tatsächlich bietet natürlich die Akademisierung eine Menge an Vorteilen. Zum einen ist es so, dass für den Hebammenberuf das Wissen, was man dafür benötigt, immer komplexer wird. Auch die Aufgaben, die man übernimmt, sind von einem hohen eigenverantwortlichen Maß geprägt. Das heißt, die Anforderung an die Qualifikation an die Hebammen steigt kontinuierlich. Es steht auch zu erwarten, dass sich tatsächlich der Stellenwert der Hebammen im Gesundheitswesen verbessert, gerade weil sie schon jetzt eigene Verantwortlichkeiten haben und mit den Ärztinnen und Ärzten auf Augenhöhe kooperieren müssen. Nun werden sie der erste Gesundheitsbereich sein, der neben der Medizin komplett an den Hochschulen verortet ist. Damit wird sich sehr wahrscheinlich die Stellung ändern. Die Hebammen hoffen natürlich auch in der Frage des Gehalts und des Einkommens, dass es Verbesserungen gibt. Und für mich als Wissenschaftsministerin gibt es noch einen ganz wichtigen Punkt, last, aber wirklich nicht least. Das Gebiet Hebammenkunde als wissenschaftliches Gebiet, das wird gestärkt. Die Perspektive der Hebammen auf die Forschung wird gestärkt, sie wird erweitert um deren Perspektive. Die gebärenden Frauen werden in den Mittelpunkt gerückt in dieser Forschung. Und das ist besonders schön, schon bald werden die Hebammen ihren eigenen wissenschaftlichen Nachwuchs entsprechend ausbilden. Also ein ganz großer Schritt der Autonomie der Hebammenkunde, den wir hier erreichen. Ich freue mich und wir freuen uns gemeinsam für die Hebammen, aber auch für alle Familien, denn das wird ein großer Schritt sein für alle Beteiligten. Soweit die hohen Erwartungshaltungen. Wir Länder waren nun aufgefordert, in 3 Jahren die Reform umzusetzen. Der Bund hat bestellt, aber leider nicht gezahlt. Und das haben wir über alle Wissenschaftsministerinnen und Wissenschaftsminister, über alle Länder, über alle Parteigrenzen hinweg kritisiert. Ich halte es bis heute für falsch, so zu handeln. Aber wir haben uns deswegen nicht weniger angestrengt. Im Gegenteil. Wir wollten diese Reform in Hessen nutzen, um die Chancen, die die Akademisierung bietet, auch herauszuholen. Und wir wollten unseren Vorsprung nutzen. Und das habe ich leider nur sehr in geringem Maße gehört, wo wir eigentlich schon stehen. Wir haben einen Riesenvorsprung dank der Hochschule Fulda. Seit fast 10 Jahren können hier Studierende Hebammenkunde studieren. Und seit dem letzten Wintersemester übrigens schon nach den neuen Regeln. Das heißt, bei uns werden schon Hebammen nach den aktuellen Regeln der Bundesregierung ausgebildet, obwohl wir noch eigentlich mehr Zeit hätten, weil es ja eine Übergangsphase zu Recht gibt. Und weil wir auch das erste
und lange Zeit auch das Einzige waren, die ein eigenständiges Promotionsrecht haben, haben wir noch eine andere Besonderheit. Wir haben tatsächlich im Promotionszentrum in Fulda, Public Health, haben wir die Möglichkeit, dass auch schon jetzt Hebammen promovieren, und das tun sie auch. Und das sind die Punkte, die genau zeigen, dass Hessen eben weit vorangegangen ist, dank der Hochschule Fulda. Und jetzt kommen die anderen, und das ist tatsächlich ein sehr, sehr großer Schritt. Die Rednerinnen und Redner der Koalitionsfraktion haben zu Recht darauf hingewiesen, dass wir etwas Besonderes in diesem zweiten Schritt machen. Im Bundesvergleich etwas Besonderes, nämlich diese sehr enge Kooperation zwischen den Hochschulen für angewandte Wissenschaften, die also sehr stark auf die Praxis schauen, und den Wissenschaften der Universität mit der Hochschulmedizin. Und diese konsequente Kooperation ist aus meiner Sicht gerade deswegen möglich, weil schon in der letzten Legislaturperiode sich entschieden worden ist, die Hochschulen für angewandte Wissenschaften in ihrer Forschung so zu stärken und diese Kooperation auf Augenhöhe dadurch auch möglich ist. Wir haben nun in Nordhessen, in Mittelhessen und in Südhessen weiter eine hohe Abdeckung und haben eben nicht nur die bestehenden Ausbildungsplätze ersetzt, die es schon gibt, sondern wir haben die Anzahl erhöht. Wir werden in Hessen also bald mehr Hebammen ausbilden als je zuvor. Und insofern Ihre Frage, die Sie alle wieder gefragt haben, was tut denn Hessen? Genau das tut Hessen. Wir nehmen eine Menge Geld in die Hand, damit wir genau das schaffen, die Anzahl der Hebammen zu erhöhen, wie sie in Hessen noch nie vorher gab. Und ich bin auch bei den Rednerinnen und Rednern, ja, diese Fachkräfte werden gebraucht. Im Schnitt müssen werdende Mütter in Hessen 6 bis 7 Hebammen anfragen, bis sie fündig werden. Das wollen wir verbessern. Genau deswegen werden wir diese 120 Ausbildungsplätze auf nun 142 Studienplätze erhöhen. Und nochmal um die Standorte zu sprechen, weil die machen nämlich alle ein eigenes Konzept, aber alle eben in diesem Bereich der Kooperation. Fulda habe ich bereits erwähnt. Was Sie jetzt neu machen, ist die Kooperation mit der Philipps-Universität Marburg und dem Uniklinikum Gießen-Marburg zusammen. Dort werden Sie jetzt Ihre Erfahrungen entsprechend einbringen und wiederum die Universitätsmedizin Ihre Erfahrungen einbringen. Dann haben wir den zweiten großen Standort in Frankfurt mit der FraUAS und der Goethe-Universität und der Uniklinikum Frankfurt gemeinsam. Und dann haben wir in Gießen einen dritten Standort, wo federführend die HAMS und die JLU und das Uniklinikum Gießen gemeinsam. Das sind diese drei Kooperationsmodelle. Und ich möchte an dieser Stelle mal Danke sagen, mit welchem Engagement wirklich alle Beteiligten diese Kooperation auf den Weg bringen und leben. Denn das macht es am Ende aus. Und auch hier. Herr Pürsün, Sie hatten so nett gefragt, ja, was, schön, dass es die Konzepte gibt, was hat denn die Landesregierung gemacht? Ich kann Ihnen das ganz persönlich beantworten. Sie müssen sich das so vorstellen, dass es natürlich Konkurrenten auch sind um die Frage von Studienplätzen. Und als diese Reform begann, sah das nicht danach aus, dass wir am Ende 3 Standorte haben mit entsprechend 6 Partnern, die miteinander kooperieren. Wir haben alle, und da bin ich auch allen dankbar, dass alle bereit waren, sich gemeinsam an einen runden Tisch zu setzen, ihre am Anfang ja konkurrierenden Konzepte zusammenzulegen, zu sagen, ja, wir sind bereit, diese Kooperation auf den Weg zu bringen. Wir bringen jetzt tatsächlich das Beste aus beiden Welten, davon bin ich überzeugt, aus beiden Hochschultypen zusammen und werden etwas sehr Eigenes in diesem internationalen, aber vor allem im nationalen Wettbewerb um diese Frage der Ausbildungsplätze, werden wir etwas sehr Eigenes und etwas sehr Positives auf den Weg bringen. Danke an Fulda, dass Sie sozusagen schon jetzt uns beflügeln. Und ich bin sicher, dass sich einige Studierende nach dem hessischen Standort sehr umgucken werden, weil das etwas Besonderes ist, was wir hier gemeinsam bieten können. Und um das noch einmal zu verdeutlichen, warum ist es etwas Besonderes? Weil die Zusammenarbeit von Hebammen und Ärztinnen und Ärzten ja zum jetzigen Zeitpunkt schon eins ist, wo eine hohe Kooperation notwendig ist. Und was wir jetzt auch erreichen mit dieser Verzahnung ist, dass sie sich schon in ihrem Studium, in ihrer Ausbildung also begegnen. Sie werden miteinander lernen und ich glaube auch voneinander lernen. Und das ist dann am Ende der Grundstein für die Kommunikation auf Augenhöhe. Und die hilft letztendlich auch den Schwangeren, da bin ich ganz sicher. Und dann möchte ich gerne noch die Zeit nutzen, um Ihre Fragen zu beantworten. Der Abgeordnete Pürsün hat so viel zum Übergang gefragt.
Also, das Erste ist, das habe ich, glaube ich, jetzt auch schon verdeutlicht, der erste Übergang ist schon deswegen schon sehr, sehr positiv für uns, weil die Hochschule Fulda ja schon jetzt nach dem geltenden Recht ausbildet, obwohl wir noch gar nicht so weit sein müssten. Das ist übrigens mehr als die Hälfte der benötigten Ausbildungsplätze, was Fulda hier sich kontinuierlich erweitert hat. Dann gab es Sorgen in Südhessen, ob da möglicherweise es einen Engpass gibt. Also nach unserem Kenntnisstand werden sich die Hebammenschulen am UKGM Marburg, in Gießen und die Karl Remigius Medical School in Frankfurt werden sich in dieser Übergangsphase weiterhin engagieren für die Ausbildung. Die einzigen, die entsprechend wegfallen würden, wären Wiesbaden und Kassel. Da wird aber durch den aufbauenden Plätze in den Hochschulen tatsächlich dieses Angebot mehr als substituiert. Insofern werden wir auch im Übergang keine Lücke haben, wie es viele befürchten, sondern auch das haben wir so aufgebaut, dass wir mit den kontinuierlich anwachsenden Plätzen an den Hochschulen hier entsprechend die Lücken schließen. Insofern sind wir sowohl für die Frage des Übergangs aus meiner Sicht gut gerüstet, haben da auch sehr viel gearbeitet im Hintergrund, als auch für die Frage der Anerkennung. Das waren die Fragen von Frau Böhm. Frau Ministerin, die Fraktionsredezeit ist unterdessen abgelaufen. Vielen Dank, Herr Präsident, für den Hinweis. Ich würde tatsächlich nur noch die Fragen von Frau Böhm noch entsprechend beantworten, weil das ja konkrete Fragen waren. Sie hatten entsprechend deutlich gemacht, ja, wie ist denn das jetzt mit dem Fachkräftebedarf, nicht mit dem Fachkräftebedarf, mit der Problematik, dass es schon Hebammen gibt, die nach dem alten Recht ausgebildet sind und nach dem neuen. Da muss ich zum einen erst einmal sagen, der Bund hat sich für die Vollakademisierung entschieden. Und insofern gehen wir jetzt damit um. Ich glaube allerdings tatsächlich angesichts des Fachkräftebedarfs, den es gibt, und angesichts der wirklich sehr, sehr guten Ausbildung der Hebammen in den schon jetzigen Ausbildungsstrukturen, dass sich dieses Problem als geringer erwiesen wird, als es manchmal befürchtet wird. Ich sage Ihnen aber auch an dieser Stelle, ich persönlich wäre auch für eine Teilakademisierung gewesen, weil ich wirklich beide Ausbildungsstränge als sehr, sehr positiv finde. Es wurde sich anders entschieden, wir gehen damit um. Und das ist mir wichtig, Sie hatten ja auch für die Frage Anerkennung von Leistungen gefragt. Tatsächlich ist es in Hessen durch das Hochschulgesetz so, dass man bis zu 50% Vorleistungen aus dem beruflichen Bereich bringen kann. Das heißt, wenn sich eine Hebamme zum jetzigen Zeitpunkt entscheiden sollte, jetzt noch einen Bachelor zu machen, kann sie das tun. Und nicht nur das, auch das wurde im Hochschulgesetz entsprechend wegweisend sozusagen vorangebracht. Und jetzt ist es hilfreich, dass es auch die Möglichkeiten gibt, direkt in den Master zu gehen, wenn man entsprechend keinen ersten Hochschulabschluss hat. Also diese Bereiche sind möglich. Das sehen Sie auch. Also wenn sich wirklich eine Person noch weiter hochschulisch weiterbilden möchte, ist das möglich. Und die letzte Frage zum Kasseler Standort, das hat der Frau Kollegin Ravensburg auch schon deutlich gemacht. Ja, Fulda kooperiert mit dem Kasseler Krankenhaus. Es sind 15 Ausbildungsplätze, die es dort weitergeben wird. Auch insofern ist, glaube ich, Ihre Sorge um Kassel unbegründet. Und insofern hoffe ich, dass die Akademisierung insgesamt zur Aufwertung dieses alten Berufsstandes beiträgt. Vieles von den Punkten, die Sie hier angesprochen haben, sind tatsächlich Bundesangelegenheiten. Da müssen die Rahmenbedingungen auch hier weiter verändert werden. Was ich sagen kann, für Hessen haben wir gemeinsam einen sehr wichtigen Grundstein gelegt für eine zukunftsfeste Ausbildung, für eine hebammenwissenschaftliche Forschung und am Ende eben für eine optimale Betreuung und Fürsorge von Schwangeren und Kindern. Und das steht für uns an erster Stelle. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Ministerin. Wir sind damit am Ende der Aussprache angelangt. Das ist ein Entschließungsantrag. Sollte heute Abend abgestimmt werden oder geht er in den WKA? Was? Heute Abend abstimmen, alles klar. Dankeschön.